Ein Artikel, der am 30. April 2002 in der russischen Tageszeitung La Pravda veröffentlicht wurde, schaffte der Welt Zugang zur Entdeckung des Dashka-Steins, welche eigentlich eher eine Platte bzw. die Landkarte des Schöpfers ist. Diese Entdeckung fand jedoch bereits einige Jahre früher statt. Seit 1995 suchte Dr. Alexander Schuwirow, Professor an der Baschkirschen Staatlichen Universität in Ufa, im Stadtarchiv einige Schriften des Generalgouverneurs aus dem 18. Jahrhundert. Dort entdeckte er durch Zufall bis zu 200 seltsame weiße Reliefplatten, versehen mit eigenartigen Schriftzeichen, die in der Gegend von Rajon Rymanowski in der Nähe des Dorfes Schanda gefunden wurden. In einem der Dokumente fand er, dass die Steinplatten im 17. und 18. Jahrhundert von russischen Wissenschaftlern untersucht wurden. Und auch im frühen 20. Jahrhundert wurden sie in Berichten erwähnt, die der Archäologe Alexei Schmidt unterzeichnete. Diesen Berichten zufolge wurden 1924 sechs dieser mysteriösen Steinplatten trotz unbekannter Zeichen in eine Liste von Naturformationen aufgenommen. Leider verschwanden vier von ihnen, zwei weitere wurden in verschiedenen Konstruktionen verwendet. Nachdem Schuwirow die Archive gesehen hatte, beschloss er, nach ihnen zu suchen. Dazu organisierte er sechs Expeditionen und flog insgesamt zweimal mit dem Hubschrauber, fand aber absolut nichts. Am Ende seiner Suche erzählte ihm jemand von der Existenz eines dieser Steine in einem Haus, welches bis 1914 eine Schmiederei gewesen war. Der Besitzer wusste bereits, dass es sich nicht um einen normalen Stein handelte. Der Stein war Teil eines Ofens und trotz der hohen Temperaturen hatte er keinen einzigen Kratzer. Seine Mutter reinigte ihn, so fand der Stein ohne große Mühe leicht seinen verlorenen Glanz wieder. Es ist also offensichtlich, dass der Stein aus einem sehr widerstandsfähigen Material bestehen musste. Der fast 1,50 m x 1 m große, 16 cm dicke und 1 Tonne schwere Stein wurde zur Baschkirschen Staatsuniversität gebracht und landete völlig vergessen in einem Keller. Bis eines Tages im Jahr 1999 der Schachspieler Karpow den Dashka-Stein dort sah und beschloss, seine Forschung zu fördern. Dazu bildete er eine Kommission, bestehend aus dem Rektor der Moskauer Staatlichen Universität, drei Mitgliedern der Russischen Akademie der Wissenschaften sowie der Akademie der Naturwissenschaften und zwei Kosmonauten. Der erste Eindruck all jener, die den Stein sahen, war, dass es sich um eine dreidimensionale Landkarte handelte. Diese Idee wurde bestätigt. Russische und chinesische Kartografen konnten eindeutig beweisen, dass es sich um eine Karte der Uralregion handelt. Schuwirow kommentierte, dass die Übereinstimmung zwischen der modernen Landkarte und das, was im Stein dargestellt ist, nicht ganz exakt sind, was wiederum sehr logisch ist, da sich die Erdoberfläche ständig verändert. Trotzdem gibt es viele Ähnlichkeiten, die das Computerprogramm identifizieren konnte. Im Zweifel konsultierte Schuwirow Kartografen, um seine Theorie bestätigen zu lassen. Dann schickten sie eine Anfrage an die militärisch-topografische Direktion des Generalstabes der Streitkräfte der Russischen Föderation, die aus dem Weltraum ein Foto von einem Teil des Territoriums machte, auf welchem der Stein erscheint. Auf diese Weise konnten sie überprüfen, dass die elektronische topografische Landkarte, die Luftbildaufnahmen sowie das Fragment der Steinplatte perfekt zusammenpassen. Im Jahr 2007 sagte der Leiter der militärisch-topografischen Direktion, Valery Nikolajewitsch Filatov, in einem Dokument des Generalstabs, dass er die Ergebnisse nicht glauben könne, da die Landkarte aus dem Weltraum gemacht worden zu sein schien. Im Bericht stand Folgendes: Auf der Oberfläche der Platte ist ein Relief dargestellt, das im Allgemeinen den südwestlichen Ausläufern des baschkirischen Hochlandes entspricht, mit einer gewissen Verschiebung der Wasseradern der Region. Das gesamte Gelände, welches das Militär aus dem Weltraum fotografiert hat, war auf dieser alten Steinkarte im Maßstab 1 zu 100.000 dargestellt. Etwas wirklich Unglaubliches. Aber das Erstaunlichste von allem ist, dass der Stein auch die Tiefe und Breite der Flüsse im Detail anzeigt. Laut Schuwirow mussten die topografischen Details der Karte mit einer sehr fortschrittlichen Technologie erstellt worden sein. Denn eine solche Präzision ist selbst mit modernster Technik nicht einfach zu erlangen.
Um eine dreidimensionale Landkarte zu erstellen, muss eine große Menge an Daten verarbeitet werden. Außerdem werden sehr leistungsfähige Computer benötigt, abgesehen von den Aufnahmen von Luft- und Raumfahrt. Die Überraschungen enden hier jedoch noch nicht. Die von Professor Wilen Tsarikov durchgeführte Studie kam nicht nur zu dem Schluss, dass das Objekt sehr alt ist. Zusätzlich fand er auch eine Kombination von Elementen, die es in der Natur nicht gibt, was wiederum bedeutet, dass der Stein künstlich ist. Um eine solche Art von soliden und widerstandsfähigen Konstruktionen herzustellen, muss man über eine Technologie verfügen, die so hoch ist, dass sie selbst für unsere Zeit unvorstellbar ist. Chuvirov führte entsprechende Analysen im Labor durch und stellte fest, dass der Dashka-Stein aus insgesamt 3 Schichten besteht. Die erste Schicht, die grau-grün erscheint und 14 cm dick ist, besteht aus Dolomit, wurde aber auf unbekannte Weise behandelt, um sie so reinzumachen. So etwas kommt in der Natur nicht vor. Chuvirov glaubt, dass diejenigen, die ihn kreiert haben, ihn nur als Basis für die Landkarte benutzt haben, weil sie so hitze- und strahlenbeständig ist. Und weil die Härte des Dolomitgesteins nicht sehr hoch ist, wurde es mit einer zweiten 1,5 bis 2 cm dicken Schicht aus einem Material ähnlich dem Diopsidglas umhüllt, jedoch mit einer feineren Körnung. Auf diese Ebene wurde die Landkarte geformt. Diese Schicht hat die gleiche Mikrostruktur wie hochfeste Titanlegierungen, deren Herstellung Nanotechnologie erfordert. Die dritte 2 mm dicke Schicht besteht aus weißem Porzellan und schützt das Bild vor Umwelteinflüssen. Man ist davon überzeugt, dass eine solche Präzision nicht die eines Steinmetzes sein kann, sondern eher auf maschinelle Herstellung zurückzuführen ist. Die Steinkarte ist also zweifelsohne künstlichen Ursprungs, sagte Professor Chuvirov. Andererseits wurde festgestellt, dass sich in den tieferen Schichten 2 versteinerte Muscheln befanden, was vermutlich bedeutet, dass sie Millionen von Jahren alt sein muss. Obwohl dies nach Professor Chuvirov nicht unbedingt heißen muss, dass die Kartenbearbeitung auch so alt ist, da sie auf Fossilien erstellt wurde. Schlussfolgerungen der Wissenschaftler über das Alter des Fundes waren bislang sehr unterschiedlich. Zur Altersbestimmung wurden bekannte Tests wie die C14-Methode angewendet. Auch die Kalium-Argon-Methode, Uran und sogar Chlor kamen zum Einsatz. Raus bekam man allerdings nur ein ungefähres Alter. Nach Ansicht des Professors können die Ergebnisse der chemischen Analyse stark beeinflusst werden, wenn die Platte, wie in diesem Fall, längere Zeit unter dem Eis lag oder sehr hohe Temperaturen ausgesetzt war, was zu einer ziemlich großen Fehlerquote führen würde. Einige wagten es trotzdem, den Stein zu datieren, wie der Akademiker Levashov, welcher davon ausgeht, dass er nicht älter als 113.000 Jahre sein kann. Lediglich, weil es in Asien keine Siedler gab. Weniger als 13.000 Jahre sind ihm zufolge ebenfalls nicht möglich, weil sich in diesem Zeitraum eine große Weltkatastrophe ereignet hatte. Offenbar wurde der Stein nach Abschluss dieser Studien in die Moskauer Staatsuniversität verlagert, um die Untersuchung fortsetzen zu können. Man hat allerdings nie wieder etwas von ihm gehört. Die an der Forschung beteiligten Wissenschaftler waren verärgert und verstanden nicht, wie eine 1 Tonne schwere Platte verloren gehen konnte. Obwohl viele hoffen, weitere Platten unter dem Eis zu finden, sollten wir nicht vergessen, dass der Bericht aus dem 17. bis 18. Jahrhundert rund 200 Steine erwähnt und einige glauben, dass sie eine riesige Weltkarte darstellen könnten. Alles deutet darauf hin, dass sie Glück gehabt haben, denn offenbar wurde eine zweite Platte von mehr als 2 Tonnen gefunden. Sie wartet nur darauf, dass sie genügend Mittel für den Transport und das Studium haben. Wird uns diese Platte eventuell die Antworten auf all die Fragen geben? Wer hat es in der damaligen Zeit geschafft, die Erde zu überfliegen? Welche fortschrittliche Technologie haben sie eingesetzt, um den Grund von Flüssen so genau vermessen zu können? Und vor allem, was ist mit ihnen passiert?